Und das ist so krass, wie das System funktioniert. Tada! So Leute, wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt halb elf, Sonntag, der 24. Juli. Legen gleich los mit Dreschen. Vorher gehen wir noch einmal kurz rum, gucken uns an. Was hat er nicht? Gelbe Farbe hat er. Bereifung, 800er Bereifung. Wenn man den fahren sieht, sieht es schmächtig aus, aber 800er sind 800er. Sind 800er. Ich glaube R38, vermute ich auch, das ist das größte Maß, was man fahren kann. Danach wird es sicherlich ein bisschen knapp platztechnisch. Entladerohr werdet ihr sicherlich im letzten Vlog schon gesehen haben. Es passt so, wenn Detlef aufs Schwad fährt, wenn er Überladefahrer aufs Schwad fährt, dann kann ich die Tülle weit stellen und dann treffe ich rein. Zum richtig Vollmachen muss er aber ungefähr 50 cm aufs Schwad fahren, 50 cm rüber sozusagen. Er hat eine Verlängerung drin, vielleicht hätte die 50 cm länger sein müssen, aber ich glaube, dann passt es auch wieder nicht mehr richtig. So, jetzt hat mein Vater mir schön die Aufnahme gecrashed. Also hier die Verlängerung, ich glaube, die nächste ist wahrscheinlich einen Meter länger oder so, kann ich euch nicht sagen. Aber der Mähdrescher war so vorgefertigt. Das war eine Reservemaschine für Maschinen, die nicht ausgeliefert werden können eventuell. Es konnten aber dann mehr Maschinen ausgeliefert werden, wie gedacht. So habe ich es verstanden, so wurde es mir eigentlich erklärt. Und dadurch ist die kurzfristig frei geworden und dann kann es nicht wählerisch sein. Nimm die oder gar keine. So, was ganz interessant ist hier, dieser verteilt die Spreuverteilung oder macht die Spreuverteilung, also es kommt ja aus den Sieben, fällt hier rein. Und dann wird die Spreu hier verteilt. Hier kann ich die Drehzahl einstellen und sozusagen sagen, wie weit er werfen soll. Und ich habe die Möglichkeit, wenn nichts durch den Häcksler geht, kann ich den Häcksler da durch dieses kleine Keil, durch den kleinen Keil rausziehen, kann ich den Häcksler ausstellen. Dann läuft er nicht mit, spart man Diesel. Mir wurde letztens noch eine neue Rückwärtsfahrhupe eingebaut. Die knurrt jetzt so komisch, wenn Zündung an ist. Da müssen die noch mal rennen, weil meine letzte hat sich angehört wie eine kranke Gans, die da drauf war. Genau, also hier Spattablage, Blech zum Umstellen hat man hier an der Seite. Hier vorne stellt man einmal um, dann fällt sozusagen in den Häcksler rein und dann wird es verteilt. Hier aktive Spreuverteilung, aktive Strohverteilung. Das heißt, es fällt auf den Häcksler in diese Strohverteiler rein. Dort wird es beschleunigt. Kann man auch aus der Kabine einstellen, wie doll, in welche Richtung, wie die Verteilung sein soll. Und wird dann optimal auf der Breite verteilt. Ne? Man kennt das ja normalerweise mit diesen Blechen, wo es so rauskommt. Und dann ist es aber so, man hat manchmal weiter außen, manchmal weiter innen. Hier kann man es aktiv verteilen, selber verteilen. So. Wenn man jetzt zum Beispiel Wind hat, dann hat er die Möglichkeit, also man kann zum Beispiel eine Seite weiter nach links stellen und wenn ich die Bahn zurückfahre, stelle ich weiter nach rechts und durch GPS weiß er automatisch, welche Fahrrichtung ich fahre und stellt es automatisch in die Windrichtung, so gegen sozusagen. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich bin ja mal auf der Fahrerschulung wozu erklärt. Also wenn ich jetzt da Quatsch erzähle, wie gesagt, ich habe noch nicht mit dem Strohverteiler gearbeitet. Wir legen ja alles auf Schwad, auch das Vorgewinde, Grund sind die Nährstoffentzüge, kann ich aber nochmal auf dem Feld sagen. Das ist so ein bisschen das, was zu sagen ist. Genau, der Arm hinten, verstellbare Auslauftülle, das heißt, man kann ein bisschen dichter holen, man kann ein bisschen weiter weg machen, ist schon ganz nice. Kühler oben mit Staubabsaugung hat er hier. Denke mal, das ist wichtig zu wissen für euch. Und ja, im Groben und Ganzen ist das meiste dann intelligent und ist in der Kabine und das gucken wir uns an. Aber wir gehen noch einmal kurz zum Schneidwerk. So, Schneidwerk. 9,15 Meter Vario Schneidwerk. Passt ziemlich geil für unseren Betrieb, weil wir 27 Meter Fahrgasse haben, 9 Meter Schlitze und der Drescher hat RTK, sodass wir das perfekt anpassen können. So,
Dann haben wir hier, also das ist ein Variotisch, der kann sozusagen den Unterboden ausschieben. Gehen wir von der anderen Seite. Hier sind die Rapsmesser dazu. Die sind passend mit bei. Da ist sozusagen die Möglichkeit, genau, da habe ich die Skala. Da sehe ich das aus der Kabine, wie weit der Tisch ausfährt. Und dieser Tisch, dieser hier vorne, den kann man weiter ausschieben. Dann kommt er ungefähr bis hierher. Dann macht man die Heimteile ab, Rapsmesser rein und schon kann man Raps dreschen. So, da sind wir so im Dreschen. Da kam auch wirklich jeder auf dem Hof an. Ne? Also wir waren ja bei dem Ausschiebetisch. Ne? Man schiebt den halt so weit nach vorne, dass die Ähren reinkippen. Und dann seht ihr das ja selber, dann werden die kopfüber reingefördert. Ne, wenn der Tisch zu dicht ist, dann bleiben die ja so stehen und dann staut sich das ja vor der Einzugsschnecke mal so ein bisschen, wie man das kennt. Relativ dünn dieses Jahr überall die Bestände, ist das, was ich festgestellt habe. Durchschnitt, in den ersten 100 Hektar haben wir jetzt zwischen 6 und 7 Tonnen. Das ist eigentlich zufriedenstellend. Die Bestände machen das halt über die 1000 Korn, über das 1000 Korngewicht, also über das Gewicht der Körner generell, also zum Indikator. Wir hatten letztes Jahr den Have, der hat 28 Kubik. Den haben wir letztes Jahr mit Berg voll gemacht, waren 16 Tonnen, jetzt sind es 23 Tonnen. Also schön schwere Körner. Und also ich kann mit leben, definitiv. Das hier das Stück, was wir so ein bisschen mit der Tigerdrill versaut haben. Ich habe es ja schon beim Spritzen erzählt und im Herbst erzählt. Wir hatten das so bei der Tigerdrill, beim Drillen hast du das so ein bisschen, dass sie dann so einen Damm vor sich her schiebt, dann rollt sie wieder rüber und dann hast du immer so eine Wellen reinbekommen. Das Problem ist, das sieht man halt fast nicht. Also das siehst du nicht beim Drillen und dann nimmst du es gar nicht so richtig wahr, aber im Frühjahr siehst du es halt ein bisschen mehr. Da müssen wir jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr drauf achten. Genau, das ist so der Plan. Ich bin mir noch uneins, aber ich glaube, also Stoppelsturz müssen wir so oder so machen hier auf den Stücken, beziehungsweise das wieder einebnen, Bodenbearbeitung machen, mischen. Ich glaube, ich werde hier Raps hinnehmen. Ich bin am überlegen, ob ich hier 56 Hektar Raps mache oder da nur 34. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob wir Strip-Till unter den Bedingungen hier hinkriegen. Wir haben jetzt 3 Wochen keinen Regen, die nächsten 2 Wochen soll kein Regen kommen. Der Boden ist steinhart. Und da sind wir nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Und ich denke, wenn die obersten 10 cm gelockert sind, dann glaube ich, funktioniert das mit Strip-Till ganz gut. Dann hat man auch die Feinerde so ein bisschen. Und weil wir sowieso hier die Bodenbearbeitung machen würden, würden wir das hier so hinnehmen. Auf dem anderen Stück ist der Boden auch richtig hart. Also da sind wir auch letztes Jahr im Frühjahr nicht reingekommen in Strip-Till. Das war steinhart. Und deswegen werde ich, glaube ich, die Strategie hier machen. Also wenn wir jetzt hier mit der Scheibenecke rüber, einmal mischen den Boden, dann einmal Kalk streuen. Strip-Till und dann Raps in Einzelkorn. So ist der Plan. Zeit ist ja auch noch ausreichend, um das alles umzusetzen. So, hier sind die Erträge. Ja, das ist der aktuelle Durchsatz. Und das war jetzt das vom Vorgewende. Das bewegt sich jetzt aber alles nach oben. Ihr wisst ja selber, Vorgewende ist ja nicht repräsentativ. Also am Ende, denke ich mal, sind wir irgendwie so 6,4, 6,5. Je weiter wir da hochkommen, desto besser wird der Ertrag. Das ist hier Elixir. Das war hier so ein bisschen Reste. Wir haben hier das gedrillt gehabt mit Elixir und dann hatten wir da die 21 Hektar neu dazugekriegt, hier gleich nebenan. Das sind ja hier 56 Hektar und haben dann in Formen ausgedrillt, bis das Saatgut leer war und dann haben wir noch am Ende KWS Kaitum. Und den KWS Kaitum habe ich schon mal am Vorgewinde. Das ist total verrückt. Der ist fast noch dünner als das hier, hat aber mordsgroße Körner und einen guten Ertrag. Da denkt man sich, Alter, wo kommt das denn her? Ne? So wie hier, ne? Wir haben jetzt gerade 6,8 Tonnen. Und da ist es so, da steht das so dünn wie hier und dann steht da mit mal 7, 8 Tonnen. Und die Körner sind richtig länglich und groß und man denkt sich, Alter, wo kommt das her? Und das noch wohlgemerkt einen Monat später gedrillt nicht, aber 3 Wochen. 3 Wochen mindestens. Also da war ja erst Körnermais. Ich glaube, das war die letzte Oktoberwoche. Muss ich nochmal im Vlog oder in den Aufzeichnungen. Ich muss ja nur in den Aufzeichnungen gucken. Hannes hat es doch in der Ackerschlagkartei. Und der hat noch richtig viel rausgezaubert, muss man echt sagen. Also
Dieses Jahr ist auf jeden Fall auffällig, die Bestände, die nach Mais kommen, sind halt relativ dünn geblieben. Ne? Die Bestände nach Raps sehen Bombe aus. Und hier in der Region ist es einfach so, nach Raps erntest du eine Tonne mehr, weil der kommt früher rein, der hat bessere Startbedingungen und, und. Also von daher, nach Raps erntest du hier einfach mehr. Danach ist es halt spät. Ich weiß, viele Regionen in Deutschland wird Weizen später gedrillt und die haben dann Bombenerträge. Das funktioniert in meiner Region aber nicht so richtig, weil ich halt kalt bin, ne? Weil wir viel, viel kälter hier oben im Norden sind. Und das macht dann wirklich einen Unterschied auch in der Vegetation, weil wir auch früher kälter sind, später, also im Frühjahr länger kälter sind. Und das macht halt die Unterschiede aus. So, aber kommen wir hier drinnen nochmal in die Kabine rein. Ne? So ist das Ganze aufgebaut. Einige haben es schon gemerkt, hier drin ist alles schwarz. Seit 2 oder 3 Jahren haben die Jungs gesagt und mit der Begründung, es soll optisch angenehmer für die Augen sein. Weil du ja von Dunkle ins Helle guckst und du hast hier drinnen keine Reflexion. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich so. Das ist extrem angenehm, hier drinnen zu gucken. Die Kabine ist schön hochgezogen. Ne, also ist nicht so irgendwie runtergedrückt, drückt nicht aufs Gemüt. Es gibt so einige Kabinen, finde ich, die drücken immer ein bisschen aufs Gemüt. Hier gar nicht. Alter, das ist so am Schaukeln, ne? Das ist so nervig. Ich glaube, mit der Raupenmaschine wären wir jetzt rübergeglitten, aber das hier ist natürlich nervig. Naja, können wir nicht ändern. So, also ist extrem groß auch vor allem in die Kabine. Wir haben hier Fußrasten, so zum Abstellen. Und wenn ich die Beine nach vorne mache, ich bin 1,85, habe relativ lange Beine eigentlich, würde ich sagen, komme ich nicht an die Scheibe an. Das ist schon mal sehr geil. Dann haben wir hier mega viel für Staufächer. Wir haben hier 3 Stück, da habe ich mein Putzzeug drin. Dann haben wir hier eine Box hinter mir, da ist noch ein Ablagefach und da ist noch ein Ablagefach. Dann habe ich hier unter einen Kühlschrank. Hier unterm Sitz habe ich auch noch mal ein Verstaufach. Sehr gerne gemacht. Hier oben die Beleuchtung. Kannst du die ganze Ackerbeleuchtung mit einmal einschalten. Hier die gelben sind meine Wartungslichter. Das sind die Straßenbeleuchtung, also Straßenlicht und Rundumleuchte. Hier oben Klima, Radio, meine ganze Spiegelverstellung und Scheibenwischer. So, dann kommen wir hier zum Aufbau. Lenkrad, Joystick. Was kann der alles, der Joystick? Zum einen fahre ich die Fahrgeschwindigkeit mit Tippen. Also nicht feststellender Hebel, sondern mit Tippen. Aber es ist ein anderes Tippen als bei Fendt oder Krone. Also wie bei Fendt oder Krone ist ja ein Tipp, ist ja eine vorgegebene Geschwindigkeit, die man erhöht. Meinetwegen, man hat 0,5 km/h eingestellt, dann ist ein Tipp 0,5 km/h. Bei diesem Hebel ist das nicht so. Bei diesem Hebel ist so, du kannst ein ganz bisschen nach vorne machen, dann wirst du ein ganz bisschen schneller. Du kannst mehr nach vorne, also je mehr du nach vorne machst, desto schneller wirst du, desto höher ist die Beschleunigung. Und dann gibt es nochmal so einen kleinen Widerstand und wenn du dahinter guckst, kommst, ist maximale Beschleunigung. Du kannst damit super sensibel rangieren und auch jetzt, sag ich mal, das Dings anbauen, Schneidwerk anbauen. Das geht so sensibel. Das gefällt mir mega gut, muss ich echt sagen. Der feststehende Hebel hat so sein Für und Wider, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist auch so das, was mir beim Jaguar-Fahren auch aufgefallen ist. Wenn du mehrere Wochen fährst, du kriegst da echt Probleme mit den Ellbogen, ne? Also ich will jetzt nicht jammern, sind alles Top-Maschinen, aber mir gefällt dieses Tippen, ich finde es einfach angenehmer, weil du die Hand so ablehnst und du kannst auch einfach mal mit deinem Daumen tippen. Ne? So einfach so bam, bam, bam. Ne? Ich will jetzt nicht tippen, weil er fährt automatisch. Also kannst ja mal, also du kannst ja so tippen, aber du kannst auch nur ein Mühe machen. Und das ist so, finde ich, so ein bisschen der Unterschied. Und so beim anderen musst du, bei mir wäre es das Motion-Griff, musst du dann wieder Hand drauflegen und dann spannt man sich so an, wenn man nur so ein Mühe schneller fahren will. Sieht man den Truck, ja, 7,5 Tonnen. Aber das Geschwanke, ne? Das Geschwanke. Also das kann ich euch sagen, das ist schon mal sehr auffällig als Unterschied. Dann da habe ich hier die Haspel ganz normal, Haspel hoch, Haspel runter. Haspel ist das schwarze Ding für die Leute, die zum ersten Mal reingucken. Haspel nach vorne machen, Haspel nach hinten machen. Dann habe ich hier die Schneidwerksautomatik. Einmal tippen in die vorprogrammierte Schneidwerksautomatik geht es dann runter. Doppeltippt, erhebt aus. Hier ist meine Automatiken von Autopilot über Cruise Pilot. Ne, Cruise Pilot heißt es hier nicht, hier heißt es IntelliCruise. Und Tempomat oder automatische Vorschubregelung. Ach, hier geht einfach alles an, Leute. Arm ausklappen, Arm einklappen ist doppelt belegt. Also wenn ich den leicht drücke, kann ich den Arm nur ein bisschen bewegen, zum Beispiel beim Befüllen. Und wenn ich den durchklippe, dann klappt er aus, so wie jetzt. Wir müssen einmal ausklappen, dann klippe ich den einmal durch und dann bewegt der Arm sich raus.
Haspel, schneller, langsamer. Wir fahren hier gerade mit automatischer Haspel-Synchronisation. Das heißt, ich ändere nur so einen Wert im Prinzip. Schneidwerk. Hat er jetzt ein automatisches Schwimmen sozusagen an. Das heißt, er steuert sich automatisch in die eingestellte Höhe. Und hochheben, runterheben, rechts pendeln, links pendeln. Das ist im Prinzip das. Hier hinter, also da, hat man eine Shift-Taste. Die ist für vorwärts, rückwärts. Dann die Shift-Taste ist für eine Zweitbelegung hier auf den Joystick. Ich kann mit dieser Shift-Taste drücken und hier kann ich den Einzugstisch, also den Tisch vom Schneidwerk raus oder reinfahren. Ist ja ein Vario-Tisch, das heißt, ich kann den raus oder reinfahren. Und mit der Shift-Taste kann ich diese Tülle am Endladerohr verstellen. Also ich drücke Shift. Und hier zum Beispiel, dann fahre ich die Tülle etwas ran. Jetzt ist sie auf ganz weit. Und so kann ich dann besser bestimmen, wo ich befülle. Ist super angenehm. Jetzt fährt Detlef ja genau auf den Schwad. Treffen rein. Wenn wir richtig voll machen müssen, muss er ein bisschen dichter kommen, muss er ein bisschen auf Schwad fahren. Also es ist okay. Ist okay, kann ich mitleben. So. Aber das Schwanken ist natürlich schon eine Qual. Also das haben wir uns schön versaut hier. So, dann haben wir den jetzt leer. Zack. Jetzt fährt die Tülle einmal kurz ran, lässt das Getreide rausriemeln, fährt jetzt auf weit. So, zack. Und wenn ich jetzt gleich, wenn Detlef jetzt gleich weg ist, dann kann ich auch einklappen. Die Gefahr ist, wenn man halt einklappt, dass man gegen die Maschine kommt, weil der Arm ja ein kleines bisschen weiter runter geht. Ne? Wenn man jetzt so sieht, der geht ja runter. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. So, hier haben wir vorhin eine kleine Einbuchtung reingedroschen, weil wir nicht ganz rüber gekommen sind. Das ist immer ein bisschen eklig, wenn man das nochmal einmal durchkauen muss, das Stroh. So, also das haben wir gemacht. Dann haben wir hier die Möglichkeit, voreingestellte Höhen uns einzuspeichern. Das heißt, ich habe eine Höhe hier, eine Höhe da und eine Höhe hier. Das auch für Schwimmstellungen. Man kann zum Beispiel das Schneidwerk auf Bodendruck fahren, wenn man jetzt Lager aufnimmt oder ähnliches, kann man das da einstellen. Ansonsten zwei Höhen, die brauche ich bloß tippen, zack. Jetzt kommt ein Stück höher, zack. Jetzt macht er wieder runter. So kann man sich zwei Höhen abspeichern, zusammen mit Haspel, Haspelgeschwindigkeit, allen drum und dran. Wie gesagt, jetzt mache ich einen Doppelklick, zack. Jetzt hebt er aus. Und jetzt drehen wir um. Ich will auch nicht zu schnell fahren. Wenn wir jetzt hier durch die Fahrgasse kommen. Wenn man jetzt so das Ende runter guckt. Das ist natürlich eine schöne Bahn. Ich glaube, es sind 1,8 Kilometer. So, dann drücke ich die Taste hier. Ist der Autopilot aktiviert. Drücke ich die Taste einmal, geht das Schneidwerk runter. So, und wenn ich im Bestand drinne bin, drücke ich die Taste. Dann ist jetzt die automatische Vorschubregelung aktiviert und dann legt er los. Den Tisch können wir noch ein bisschen ranziehen. Tisch noch ein bisschen dichter geholt, der war schon sehr weit weg. Da vorne war eine Stelle mit sehr langen Reizen, habe ich den ein bisschen ausgefahren. So. Die Bestände sind natürlich hier sehr unterschiedlich. Mit der Haspel muss man ein bisschen mehr spielen und arbeiten. So, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die Haspel-Synchronisation an hier. Das heißt, er ändert, je schneller wir fahren, desto schneller dreht die Haspel. Wenn wir jetzt zum Beispiel das anpassen würden, jetzt würden wir Plus oder Minus drücken, jetzt steht da der Vorlauf. Ein halbes km/h heißt, die Haspel dreht ein halbes km/h schneller, als wir uns bewegen, damit man diesen Schubsimpuls hat. Wenn sie jetzt ja 0 hätte, dann würde sie ja keinen Schubsimpuls hätten. Und wenn sie einen Minuswert hätte, würde sie ja so gewissermaßen etwas aufschieben. Dann würde sie ja die Ähren so ein bisschen festhalten, bis sie reinkippen. Und dieser 0,5 ist halt dieser Schubsimpuls. Wenn ich das jetzt schneller mache, dann ist das halt noch schneller. Im Prinzip, ein Bestand wie jetzt,
kann man so ziemlich ohne Haspel fahren. Seht ihr ja selber. Kippt auch rein. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, jetzt haben wir da so eine leichte Stelle, wo ein bisschen weniger Material ist, dann kann das sein, dass auch mal eine Ähre nach vorne wegkippt. Wollen wir ja nicht haben, deswegen fahren wir mit minimalem Einsatz und dann sorgt die Haspel dafür, dass alles schön reingekämmt wird und reingeschubst wird. Wenn wir natürlich Lagergetreide haben, also liegendes Getreide, können wir dafür sorgen, dass die Haspel das auch anhebt, ein gewissermaßen. Ne? Und gerade jetzt bei mir ist das zum Beispiel so, hier so ist eine Stelle, da ist es sehr klein, der Weizen. Dann neigt er auch wirklich dazu, vom Tisch runter zu kippen und dann ein bisschen mit der Haspel gegenschubsen, dann fällt es wieder rein. So, also machen wir erstmal hier drinnen weiter mit der Erklärung. Die Stufen, das ist meine Motordrehzahl, Arbeitsdrehzahl, Standgas. Das ist der Hektarzähler, das brauche ich nicht machen, weil ich GPS habe. Also die Maschine weiß automatisch selber ihre Arbeitsbreite anhand des GPSs, weil sie ja weiß, wo wir schon gefahren sind und wo nicht. Ne, also den brauche ich nicht bewegen. Das wären zwei verschiedene Einstellungswerte, die wir uns abspeichern können für die Maschine. Brauchen wir jetzt aber auch nicht mitarbeiten, weil wir IntelliSense haben. Also die Maschine stellt sich ja völlig automatisch ein. Das alles ist für den Spreuverteiler. Spreuverteiler nicht, für den Häcksler. Das heißt, ich kann hier die Breiten einstellen. Rechts mehr, links mehr Futter in der Mitte, mehr Futter an den Außen. Mein Reversierknopf, das heißt, ich mache den Einzug aus, zack hier, drücke den Reversierknopf und kann dann rückwärts drehen mit dieser Taste oder auch vorwärts drehen. Das heißt, ich muss nicht den Einzug wieder einschalten und den ganzen Haufen mit Wucht da einmal durchziehen, sondern ich kann ganz langsam das Ganze reindrehen lassen. Das ist eine sehr geile Funktion. Hier mache ich das Dreschwerk an, also einfach Taste hochziehen, genauso wie hier ich den Einzug einschalte. Vorteil ist bei diesen Knöpfen, wenn was ist, bam, haust einmal rauf, zack, ist alles aus. Mein Straßenknopf, wenn ich den drücke, dann weiß man Bescheid, alles klar, ich bin auf der Straße, dann prüft er nochmal alle Bedingungen. Ne? Arm eingeklappt, Bunker zugeklappt und. Rapsmesser, rechts, links, aktiv oder nicht aktiv. Meine Haspel-Synchronisation, meine automatische Geschwindigkeit, also mein IntelliCruise. Das heißt, automatische Vorschubsregelung macht er ganz alleine. Mein Autopilot ist aktiviert. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Vorgewende fahre, drücke ich einmal rauf. Wenn ich dann diese Taste drücke, macht er nur die Geschwindigkeit automatisch und nicht Autopilot. Korntank aufklappen, zuklappen. Einfach bloß einmal raufdrücken, muss man nichts festhalten. Einmal raufdrücken, dann fährt er auf oder zu. Das heißt im Prinzip IntelliSense. Jetzt macht der Mähdrescher alles automatisch von den Einstellungswerten. Allrad habe ich nicht belegt. Den kann ich euch nicht sagen, habe ich auch nicht belegt. Parken und Gänge. Dafür muss man stehen. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, alle Werte selber zu ändern. Hier zum Beispiel hinten ist der Spreuverteiler. Das heißt, ich kann den jetzt... Oh, der wirft da ganz gut. Also ich kann den hier einmal nach oben tippen und die Drehzahl von dem Spreuverteiler mehr oder weniger machen. Schnittwinkelverstellungen, sofern man es drin hätte. Hier sind die ganzen Siebe mit Lüftung, Korb, Trommeldrehzahl. Das ist das, was ich belegt habe. Rotorklappen habe ich auch nicht automatisch. Die muss man hier auch manuell schrauben. Eine Nummer größer, ich glaube ab 9.80 oder 8.90 hat man eine automatische Rotorklappenverstellung. So, das ist im Prinzip der Punkt. Alles andere befindet sich hier. Und jetzt kommen wir mal zu dem sogenannten IntelliSense. Was macht dieses Gimmick? Im Prinzip überwacht er den Mähdrescher nach allen Parametern und stellt ihn darauf ein. Das heißt, wir haben jetzt hier Winterweizen eingestellt und können hier halt im Prinzip eine Fahrstrategie erstmal wählen. Ich habe jetzt hier geringste Verluste oder geringe Verluste eingewählt, eine Maximalgeschwindigkeit eingegeben. Also die Maximalgeschwindigkeit, die Motorauslastung, also die maximale Motorauslastung, und dann können wir hier noch alle Parameter, Empfindlichkeiten oder alles nochmal durchstellen. Hier am Vorgewende nimmt er, sobald ich das Dreschwerk oder sobald ich das Schneidwerk anhebe, macht er den Wind weniger, weil dann ja weniger Material drauf ist, was man nicht runterpusten möchte. Genau, er sagt dann, alles ist okay. Rotorflügel nicht installiert, nee, habe ich nicht, geht bei dem nicht. So, und das ist im Prinzip die Basis. Und jetzt fängt im Prinzip der Mähdrescher ständig an, sich zu optimieren und an sich zu arbeiten.
und versucht alle Parameter hier einzuhalten. Ne? Also versucht jetzt hier an seinem, das ist, wir fangen mal vorne an. Das sind die Rotorverluste, wie viel wir oben an der Abscheidung verlieren. Das ist Bruchkorn. Das ist, wie, Moment, wir sind voll. Das ist das, wie viel in den Nachgärer geht. Quatsch, Nachgärer. Mensch, Hannes, du hast so viel Biogas gehabt. In den Nachdrescher, heißt das Nachdrescher, in die Überkehr. Also Überkehr ist ja in dem Prinzip hier in dem Drescher alles, was zwischen dem ersten und zweiten Sieb ist. Was durchs erste fällt, aber nicht durchs zweite. Das muss ja irgendwo landen. Und das landet in die Überkehr. Das ist sozusagen der Bereich, der nochmal nachgedroschen wird. Bei New Holland ist es so, die haben so zwei kleine Nachdrescher an den Seiten, jeweils rechts und links. Da wird es nachgedroschen und wieder vorne auf die Siebe raufgepackt. Bei anderen Herstellern ist es zum Beispiel so, da wird es nicht nachgedroschen, also da wird es nachgedroschen, aber da wird es wieder vorne zur Trommel geleitet und kommt normal in den Strom wieder mit rein und wird nochmal durchgedroschen. Und genau, das wollte ich erzählen und so ist das. Und was natürlich, was unter das unterste Sieb fällt, das kommt ja im Korntank, was über das oberste Sieb fällt, das kommt hinten wieder raus als Spreu und in der Mitte geht unter die Überkehr. Dann sind hier die Nicht-Kornbestandteile, Stroh, Spreu, alles drum und dran. Und das hier sind die Siebe, die Siebverluste. So, jetzt hat er hier so seine Pfeile. Und das im Prinzip, das sind die Bereiche, die man so eingestellt hat, wo man sagt, da soll er sich bewegen. Wie funktioniert das Ganze erstmalig? Das heißt, man fährt in den Bestand, man hat geringe Verluste eingestellt und man fährt erstmal so durch, man lässt ihm erstmal einen Moment leeren. Dann wirft man seine Verlustschale, wir haben Verlustschale geworfen. Und dann sagt man ihm zum Beispiel hier, Rotorverluste, du hast zu viel. Dann würdest du da jetzt rauf tippen und dann meinst du, alles klar, ich habe die Maschine so eingestellt, aber Rotorverluste waren ihm zu viel und dann würde er weiterarbeiten. Genauso wie die Nicht-Strohbestandteile, Nicht-Kornbestandteile. Tippst du einmal rauf, sagst ihm, Meister, da sind mir ein bisschen zu viel Nicht-Kornbestandteile drin, mach mal was. Dann würde er optimieren und sagen, oh, mach mal ein bisschen sauber. So. Und das macht er permanent. Anhand dieser Parameter haben wir ihm durchgegeben, okay, wir haben die jetzt so eingestellt auf 0,5% Verlust und mit der Fahrstrategie fahren wir. Das heißt, wenn er jetzt automatisch fährt, fährt er die Fahrgeschwindigkeit so und alle Parameter des Mähdreschers fährt er so, dass er 0,5% Verluste schafft. Dabei achtet er auch auf die Reinigung, auf den Bruchkorn und als letzter Parameter steht da die Leistung. Das heißt, er versucht immer erst die 0,5% Verluste einzuhalten bei optimaler Sauberkeit und dann versucht er das Ganze nachher ein bisschen gegen die Auslastung zu fahren. Und das ist ein lernendes System, das heißt, man fängt halt an, man fährt halt relativ langsam und dann versucht er sich langsam ranzutasten an seinen optimalen Wert. Also man merkt das auch, je dicker das wird, dann wird er nachher ein bisschen langsamer und man merkt auch, jetzt ist ja natürlich der Bestand hier ziemlich homogen, aber wir hatten letztens zum Beispiel diese Senken, ne, beim Grannweizen. So eine Senke, da war er noch ein bisschen grünlicher, ein bisschen schwerer. Merkt er sofort, er wird langsamer, rote Drehzahl geht direkt hoch, weil er sofort merkt, alles klar, es erntet jetzt schwerer, es ist schwieriger. Er versucht halt die ganze Zeit in diesen Parametern zu bleiben, auch mit dem Bruchkorn, alles drum und dran. Und das muss man sagen, ist schon ein krasses System, weil sich das schon sehr, sehr häufig anpasst. Ne? Also wir hatten auf der anderen Seite, wir haben ja schräg gedrillt und da waren ja zwei Sorten. Und du hast sofort gemerkt, wenn du in die nächste Sorte gefahren bist, er hat das sofort gemerkt und hat da direkt gemerkt, alles klar, der drischt ein bisschen leichter, verursacht aber, also je reifer Getreide ist, desto reifer, desto schneller verursacht man so ein bisschen Bruchkorn, ne? Weil es halt wirklich sehr trocken ist und dann wird es brüchiger, als wenn es noch ein bisschen gummiartiger ist. Das heißt, der ist schon ein bisschen reifer gewesen, er hat das sofort gemerkt, hat gesagt, oh, vorsichtig, und du fährst da rein und direkt geht die Rotordrehzahl runter, er drischt direkt ein bisschen leichter, ein bisschen harmonischer und das merkst du sofort. Und das ist so krass, wie das System funktioniert. Und das macht er so oft, ich glaube, alle 10 Sekunden prüft er sich nochmal. Das ist schon beeindruckend. Definitiv beeindruckend. So, wir müssen noch abbunkern, haben wir ganz vergessen, haben wir jetzt hier verschlattert. Drei Viertel war der Tank voll. Müssen wir den jetzt nochmal wieder leer machen. Und bei mir ist es ja halt so, dass meine Felder, diese jetzt noch nicht, das ist ja sehr homogen, aber meine Felder sind sehr inhomogen. Und da war früher so ein bisschen das Problem. Sage ich euch ganz ehrlich, auf den Sandkuppen sind die Körner kleiner. Da hast du meistens zu viel Wind gehabt, dann hast du die kleinen Körner wieder hinten rausgepustet. Da waren immer die Verluste höher.
Und bist du denn in den Senken reingefahren? Größte Körner, mehr Strommasse? Hast du auch wieder mehr Verluste gehabt? Weil das auch nicht gepasst hat. Also hast du ständig immer an deinen Einstellungen gearbeitet, wenn du so optimal haben wolltest. Und das sind schon ein bisschen diese Vorteile dieser Systeme, weil die halt unheimlich öfter überwachen, als man sie. So, da war die GoPro ein bisschen heiß geworden. Da musste ich jetzt pausieren. So, wir waren da stehen geblieben. Und ein Highlight ist zum Beispiel auch das nette Gimmick hier. Der misst im Prinzip den Unterschied der Drücke unter einem Sieb und ober dem Sieb, also unter dem Sieb und über dem Sieb des Luftdrucks. Und damit kann er halt bestimmen, wie dick die Matte ist, die auf den Sieben liegt. Ob die Siebe das in der Reinigungsleistung schaffen, ob der Wind höher muss oder ob der Wind niedriger muss. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Muss man wirklich sagen. Ein anderer Punkt ist auch noch, den habe ich jetzt vergessen. Den habe ich vergessen, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Tja, Leute, ich habe es echt vergessen. Auf jeden Fall schön sauber sieht es auch aus. Hier sind schön große Körner. Ist wirklich guter Boden. Ich habe es echt vergessen, was ich euch sagen wollte. Ich bin, glaube ich, schon leicht seekrank hier heute geworden. Ja, so ist das. Auf jeden Fall, der Mähdrescher macht gute Arbeit, guten Job, macht echt viel Hektar und Tonnen am Tag. Wie gesagt, habe ich auch im Video gesagt, ist fast eigentlich ein bisschen zu groß für uns. Aber was soll ich sagen? Man muss ja dieses Jahr eine Entscheidung fällen und ich habe dann eigentlich als gut empfunden, dieses Jahr da mich noch zu binden. Der Markt ist sehr unbeständig geworden, auch bei Maschinen. Man weiß auch ob man, wenn man jetzt was bestellen würde, ob nächstes Jahr das kommen würde. Und wie gesagt, beim Getreide ist es so, mit den Nachbarbetrieben, mit den Lohnern, ja, für Getreide wären sie alle gekommen. Du, die Hektar machen wir dir, das ist gar kein Problem. Aber für deine Sonderkulturen, da such dir mal einen anderen. Also nur Rosinen rauspicken. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass ich Sonderkulturen, dass sie bleiben. Also vielleicht nicht alle, Schwarzkümmel scheint schon schwierig zu sein. Den sehe ich aber schon als Herausforderung, den auch nochmal hinzukriegen. Ich sehe das schon als eine Möglichkeit, auch mit dem Öl und den Ölkulturen und mit dem Ganzen zu arbeiten. Und deswegen war das eigentlich die einzige logische Konsequenz, auch mit den Sonnenblumen. Die müssen auch zu einem gescheiten Zeitpunkt rüber. Im Herbst gibt es nur wenige gute Druschtage. Das beeinflusst auch nachher die Trocknungskosten. Das sind auch noch manchmal noch schnell 50 bis 100 Euro auf dem Hektar mehr oder weniger an Trocknungskosten. Zusätzlich Verluste. Mag ich bestreiten, dass die kommen, auch beim halben Prozent Verluste fahren, sich die Zeit nehmen und auf Qualität und Bruchkorn und alles achten. Anfragen hatte ich auch genug und Möglichkeiten hätte ich auch genug gehabt, aber war das für mich die einzig logische Konsequenz. Genau. Sicherlich ist das jetzt etwas, wo ich sage, ich bin vielleicht genauso teuer, als wenn das jemand im Lohn macht. Also es ist nicht günstiger. Zumindest nicht die ersten Jahre jetzt vielleicht. Vielleicht kriege ich die noch zusätzlich ein bisschen im Lohn ausgelastet. Also 200 Hektar Getreide im Sommer oder so ohne Probleme. Kannst du ohne Probleme machen. Vielleicht sogar 300 Hektar nochmal zusätzlich. Dann wird sich das natürlich auch alles nochmal ein bisschen besser rechnen. Ansonsten, ja, ist die Maschine schon sehr, sehr solide, muss man sagen. Das, was sie mitbringt, ist absolut ausreichend. Das für meinen Betrieb. Wirklich. Das ist mit den Rädern, klar muss man sich arrangieren, ging aber früher auch ohne Raupe, nur mit Rädern, also von daher. Und im Sommer muss man sagen, ist die meiste Zeit ja auch ziemlich trockener, harter Boden, also jetzt macht es dem Boden nichts, sehr steinhart. Wenn wir jetzt hier rüberfahren, im Herbst muss man halt ein bisschen gucken, wie es denn aussieht. Ja, das ist erstmal dazu sagen, also der Kollege, der ist jetzt die ganze Zeit hier am Überwachen, am Einstellen. Ihr seht das selber, hier drischt es schon einfacher, der hat die Rotorgeschwindigkeit schon runtergenommen die ganze Zeit jetzt, um seinen Bruchkornparameter einzuhalten, um seinen Sieb einzuhalten. Und es ist auf jeden Fall so, dass er da wirklich ständig optimiert. Und gerade Bruchkorn zum Beispiel haben wir sehr sensibel eingestellt, dass wir da kaum was haben, also selbst wenn der Balken da hoch geht, ist die Sensibilität so, dass wir da wirklich selbst kaum Bruchkorn haben.
Wie gesagt, wir haben die Schale untergeschmissen, fahren beim 1/2% Verlust. Das ist schon was, 1/2% ist nicht viel. Wenn man das da als Körner sieht, ich blende euch mal jetzt das Bild ein dazu. Das Ganze ist der Verlust für diese Schale auf die 9 Meter. Oh. Manchmal passen die Tasten bei mir noch nicht so zusammen in meinem Kopf. Und was auch sehr gewöhnungsbedürftig anfangs war, was eine Umgewöhnung war, dass ich hier runter mache und hier hoch mache. Das ist bei Klaas komplett andersrum. Man ist natürlich mal was gewohnt. Jetzt fährt man wieder was anderes, musste sich da ein bisschen umstellen. Also das ist noch nicht richtig fix bei mir. Nichtsdestotrotz, Leute, Akku von der GoPro ist auch gleich wieder alle. Wir haben echt, glaube ich, viel gevloggt diesmal. Wir machen jetzt wieder ein paar Drohnenaufnahmen rein. Nächstes Mal mache ich ein bisschen wieder was von außen. Ich will euch noch einmal erklären, wie der Gutfluss ist. Also wie es vom Schneidwerk durch den Drescher wieder hinten rausgeht. Und genau, das würde ich erstmal so sagen. Belassen wir es. Es ist erstmal viel als neues Thema, was wir uns jetzt hier erarbeiten müssen für die Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Now I know why I never